Hallo liebe Studierende und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe unserer Kulturkiste. Pünktlich zum Semesterstart sind wir wieder da mit sinnvollen Tipps, die das Leben jedes Studierenden und vor allem jeden Erstis erleichtern werden. Neu in einer Stadt zu sein ist nicht immer einfach. Doch eigentlich kann man nirgendwo besser Bekanntschaften machen als in Greifswald. Denn dazu bekommt man so oft Gelegenheit. Die erste, die bietet sich schon am 8.10. auf dem Berthold-Beitz-Platz. Bei der Ersti-Begrüßung könnt ihr eure Tutoren ab um 16 Uhr treffen. Auch eure Kommilitonen werden sich dort einfinden. Und nachdem ihr euch eure Ersti-Tüten aus der Mensa abholt, werdet ihr euch alle zusammen auf die Stadttour begeben. Kontakte sind also garantiert. Also seid nicht scheu und haltet Ausschau. Ihr werdet auf jeden Fall erwartet. Die Wohnungssuche kann nicht nur vor, sondern auch während des Studiums zur Qual werden. Und eigentlich soll man sich gerade zum Semesterstart auf ganz andere Dinge fokussieren können, als darum, einen Schlafplatz zu finden. Das weiß auch der Aster. Der veranstaltet am 8.10. ab um 12 Uhr eine Notfall-Wohnraumbörse. Für all die Suchenden, die sich noch einmal um Wohnungsräume informieren müssen. Dort könnt ihr euch auch mit anderen Suchenden austauschen und eventuell sogar einen WG-Partner finden. Also schaut auf jeden Fall vorbei, dort wird euch geholfen. Auch die Vereine in unserer Stadt öffnen ihre Pforten. Beim Tag der offenen Tür könnt ihr euch vollends über alle Vereine informieren lassen. Zum Beispiel am 11.10. beim Aster oder auch bei Radio 98.1 sowie am 25.10. bei Capo Faktur. Sicher sind es auch andere Vereine, die die neuen Gesichter herzlich willkommen heißen. Also haltet die Augen offen. Das Alfred-Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald ist renommiert für die Auswahl und Vielfältigkeit seiner Beitragsthemen. Diverse Wissenschaftler haben hier im Rahmen ihrer Forschung bereits die Möglichkeit gefunden, Tagungen, Vorträge und Symposien zu halten. Auch das Programm für das Wintersemester 2018-2019 steht bereits fest und wieder finden wir tolle Themen im Programm. Doch schaut einfach mal hinein und überzeugt euch selbst davon. Euer Bücherregal platzt aus allen Nähten. Ihr wollt neue Bücher, doch eigentlich ist gar kein Platz mehr dazu. Der 19.10. bietet euch die Möglichkeit, Bücher zu tauschen. Auf der Bücherbörse habt ihr die Möglichkeit, um 14 Uhr andere Leseliebhaber zu treffen und dort neue Bücher zu bekommen. In der Rubenusstraße 3 sind alle herzlich eingeladen. Ein Podcast oder auch ein Politcast, das bietet euch der Webmoritz. Für Studierende von Studierende. Sie unterhalten sich über alle politisch aktuellen Geschehnisse. Jeden zweiten Sonntag könnt ihr euch dort informieren. Die Website blenden wir euch gerne dazu ein. Ihr habt bereits alle Netflix-Serien durchgeschaut und auch keine Lust, wieder 10 Euro für den neuesten Blockbuster auszugeben? Dann freut euch auf den 19.10., denn dann heißt es wieder Kino auf Segeln. Die Greifswalder Museumswerft präsentiert dieses Mal einen interessanten Film namens Juventa. Sichert euch einen Platz, um 19.30 Uhr geht es los. Auch das Kiste-Kino bietet uns jeden Dienstag ein spannendes Abendprogramm. Filme wie Shape of Water und Coco, Lebendiger als das Leben, bieten eine Gelegenheit zur Abwechslung aus dem gewöhnlichen Filmealltag. Also schaut vorbei und schnappt euch eure Freunde. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ihr habt noch nicht das richtige Sportteam für euch gefunden? Ihr wolltet eigentlich schon immer einmal Teil der studentischen Medien sein oder euch einfach nur sozial engagieren? Dann kommt am 9.10. ab um 16 Uhr in die neue Mensa auf dem Berthold-Beitz-Platz. Beim Markt der Möglichkeiten wird für jeden von euch etwas dabei sein. Beim Markt der Möglichkeiten habt ihr uns nicht gefunden oder ihr habt uns einfach nur verpasst. Gar nicht schlimm, denn beim Mediencafé am 13.10. um 14 Uhr bekommt ihr nochmal die Gelegenheit, unsere Redaktion und auch unsere Redakteure bei Kaffee und Kuchen in den Redaktionsräumen der Rubenusstraße 2b kennenzulernen. Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht, das dort erscheinen wird. Das war's schon wieder, liebe Studierende, von einer neuen Ausgabe unserer Kulturkiste im Oktober 2018. Wir hoffen natürlich, dass die Tipps euch weiterhelfen werden und auch, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen!